H3. Alpha 5. Ich starte 3 und fahre hoch hinter den Felsen vielleicht. Und versuche richtig schön asozial zu kämpfen. Jawoll. Eigentlich, Uli, müssen wir beide ja wegen Panzerung und so, müssen wir direkt an die Flagge fahren. Was? Was wollen wir fahren? Eigentlich müssen wir wegen unserer Panzerung direkt an die Flagge fahren. Hm. Aber mal gucken, was sich ergibt. Die Zimmeritbemalung sieht schon geil aus, ne? Ja. Mit den deutschen Panzern. Anti-Haftbeschichtung. Genau. Die Telefonbeschichtung. Genau. Muss genau dahin. So, ist das eine gute Stelle? Das ist eine sehr gute Stelle. Wenn man einmal da ist. Aber wir fahren mal ein bisschen weiter vor. Gib Gas. Ich bin dabei. Damit nämlich von links der Schuss erst an dir hängen bleibt. Ja, nee, ist klar, du Lappen. Das Schwimmbadsystem. Ich komm hoch. Hier. Das ist die aktive Panzerung. Ist das ein Churchill? Ich setz mal Arteil auch die dorthin, um die ganzen. Und hier drüben. Oh, Alter, wie ist denn scheiß M24, Alter? Ist das dein scheiß Ernst? Bong. Die ganzen Zelte da wegbomben. Na komm, der entweder schießt oder du verpisst dich hier, du Volltrottel. KV1, glaube ich. Oh, daneben. Oh! Aber ist das jetzt euer Ernst? Oh, eine Breda hat uns schon umfahren. Oh, meine Kette. Hier gibt's einen Scheiß. Böse Panzer, böse Panzer. Was macht denn der Scheiß M24? Ja, ne? Was ist denn das für ein Vollidiot? Ich drehe mich jetzt mal zur anderen Seite. Guck mal, was da so ist. Da wird die genannt. Mann, ey. Das kommt davon, wenn ihr mit Amerikanern zusammenfahren müsst. Ja. Die können gar nichts. So schlimm. Wo schießt der denn? Na toll, meine Kette. Von wo kam das? Von dem Zelt? Ich glaube, Artillerie war das. Okay. Endlich ist der M24. Ah, nee, ist auch nicht weg. Ich versuch anzufahren. Boah, was ist denn hier los? Wieder meine Kette. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Nein. Hier davon, weiter weg. Weiter links. V1 rechts brennt, ist down. Der andere hat einen Turm leer. Der da? Den sehe ich nicht, das. Ja, zerstört. Aber auch irgend so eine ISO noch so ein. ISO Sport. ISO Propanol. Hör einen rechts von mir. Irgendwo in die Richtung. Ja, da fährt einer. Okay. Alter, what the hell? Ich hab direkt einen Bombentreffer ausgehalten. Hab nur die Kette gezogen, mehr nicht.
Ahnung warum. Brücke vor. Jetzt hier gerade fast auf einen Willis Jeep geschossen. Du bist verrückt? Bist du verrückt? Ja. Mann. Und ich kann die doch nicht alleine lassen. Unfassbar. Ich komme im Flieger. Wie? Ich bin hochgegangen. Ja. Ein Feindflieger sehe ich. Das macht das Ziel. Oh shit. T-34? Ah. Irgendwo muss ein paar V2 sein, den will ich haben. Ja, mein Ding hast du. Danke. Sind denn hier die Feinde? Ich sehe gar nicht so viel. Die Schweine und Gott, das was. Mann, hier ist nix. Mann! Weiterer KV-1 da hinten. Ja. Ich hab hier unten was. Yo. Gleich da. Boah, ernsthaft. Ricochet, ey, geht nach. Boah, Kacke, ey. Ich wusste es. Ich Idiot. Ich Trottel. Ja, natürlich. Das ist so eine Scheiße, dass man den Kinder findet. Wie? Genau. Und wie bitteschön? Hier steht einer. Irgendwo Richtung A war gerade noch ein M24. Ich weiß nicht, ob der down war. Penner. KV2. 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 Direkt vor mir. Ich sehe die mir gar nicht. Da vorne, ne? Da, wo ich jetzt gemarkt habe. KV2. Ich sehe dich. In dem Flieger. Achso, Entschuldige, warte, ich markiere hier nochmal gelb. Ja, ja. Jetzt ist er weg. Er ist zurückgezogen, der. Flieger auf 585 Grad. Spawn. Und wie viel Grad? 185. Kann. Noch nicht. Abgeschossen. Ja. Auch gut. Was? In dem Was? A? Okay. Dann nichts wie hin. Danke fürs Seite zeigen. Hier steht er. Hier? Ja. Ari hat mich. Der Flieger kommt jetzt wieder rein. 165 Grad. Schießt doch mich, der Hund. Super schön. Ob ich zurück zu A komme, ohne dass mir einer in den Rücken schießt. In A ist ein M24. M24 down. Ja, A ist frei. Ein paar wird richtig Spaß. Bist du rechts, Predrag? Dann denke ich jetzt. Ja. Ja. Oh! Beschuss von. Ich weiß nicht, drüben.
Schuss von drüben. Hin oder Grenze. Von den Nachbarn. Oh Gott, ich hab ihn. Ah, hier hinten steht er. Da so. Also etwas weiter vorne an den Fels. Seht da nur ein Wrack? Nicht so. Da ja, da Wrack. Beim Wrack steht er auch. Oh ja, hat mich geschossen. Der steht rechts vom Wrack. Hat sich jetzt zurück zu und hier, wo ich jetzt hinschieße. Ich hab Rauchfaden davor, deswegen sehe ich den nicht. Nur noch drei Gegner. Ja. Wieder Flieger rein. Nein, 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 nein. Und ich hab ihn nicht. Es war nicht mal knapp, Cody. Stimmt. Jetzt haben sie es aber auf mich abgesehen hier. Warte, warte, ich rucke mal vor. AV1 halt wieder. Treffen nicht. Aber wie schon sagen, die Nachladerate ist ja wirklich aller Ehren wert hier bei dem HV1C. Ja, ne? Gutes Ründchen. Kann man nicht mehr an. Ja. Ja, stimmt. Ich fahre die A-Linie. Ich folge wieder Kurdi. Na, bist du ja sicher, ob das eine gute Idee ist? Das ist nicht nur eine gute Idee, das ist eine grandiose Idee. Ich wollte eigentlich mich da quasi wirklich der Siedlung lang bewegen und dann auf A zu, da muss von Norden aus reingehen. Mich dann da irgendwo an die Kante hinstellen und dann die alle wegknipsen, die in A rein wollen. Also richtig schön Assi. Ah, nicht schlecht, nicht schlecht. So ein Assi-Plan. Keine Ahnung, ob das klappt. Vermute ich nicht. Probieren geht über studieren. Das ist allemal richtig. Daniel, was soll das da hinten? Warum bist du nicht hier bei uns? Ich war gerade im Desktop gewesen, hat automatisch gespawnt. Okay. Gespawnt, automatisch gespawnt. Lass ich dir jetzt immer so gerade eben durchgehen. Pass auf, bei C ist schon T55. Alter, und der. Also, ich finde, der T55 ist schon ein sehr dankbarer Gegner, ja. Ja. Bei drei Schuss mit dem MG. Dann ist er Feierabend. Ach, der T55, ja. Der T55 E1 der Amis, ja. Jetzt diesen großen Part sein. Also, wenn wir jetzt den 8-3er hier in der Runde hätten, dann haben wir irgendwas falsch gemacht. Ja, natürlich. Ich weiß auch nicht. Ich muss mich erst noch dran gewöhnen, dass die Amis so einen T55 Panzer haben. Siehst du, der Typ ist auch direkt wieder raus, ne? Mit seiner R3. Ich habe mich auch schon gewundert, was mit dem MG. Oh. Ist auch gleich raus, ja? Ja, ja. Mit dem nächsten Stand, wenn du mit dem MG einen Zigarre aus dem Kratz bedankt. Wurde ja heute von einem Gepard frontal in meinem IS-3 gewonshottet, also. Oh, okay. Gibt's auch. Auch nice. Ja, ganz geil. Auch war der falsche. Da ist noch der Arthur drinne. Arthur hat auch wieder auf A. Viel zu viel Gestrüpp, was ich hier sehe. Arthur ist down. Okay. Oh, entschuldige. Scheiße, ich dachte, du fährst durch. Sorry. Jetzt fahr ich durch. Ich muss erst mal gucken. Rechts vor links ist hier. Ja.
Ich höre noch was von rechts. Nee, rechts. Ich höre ihn auch. Jetzt. Jetzt ganz. Hoppt. Kommt er in deine Richtung, glaube ich. Ja, er kommt doch rum. Schade, traut. Auch schon mal besser funktioniert hier. Oh, der verlegt, 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 verlegt. 57. Das kann doch nicht wahr sein. Danke. Reparier doch. Sehr schön. Schön. Da ist doch noch was, oder? Ja. Richtung Marker. Jawohl. Ja, geht doch gut hier. Sind. Da ist immer noch was, das gibt's doch nicht. Hinter dem Boden. Hast du eine Ghost Shell? Was ist mit deiner Shell passiert, ey? Meine ist kurz vorher rein, hat nur ein Fahrer. Ach, nur der Fahrer, okay. Ja, komm. Wollen wir zu A rein? Ja. Zwei dumme Gedanken. Ja. Bleib doch nicht stehen, oh Gott! Vorsichtig, da kommt noch Artillerie rein. Irgendwas stimmt bei mir, wird die Kette noch kaputt angezeigt, obwohl sie eigentlich laut Schema repariert ist. Das Kette laut kaputt, vielleicht eben. Nee. Ja, die ist noch kaputt. Ich kann aber nichts reparieren. Oh, nice. Und mein Panzer fährt ganz komisch schräg irgendwie. Siehst du das auch, Kurdi? Ich sehe das. Deine Kette ist kaputt. Die ist nur gelb bei mir, ich kann sie nicht reparieren. Was ist denn das jetzt für ein Bug hier? Verdammt. Muss man darauf achten, was auch neu ist, ist, dass das Kettenrad vorne jetzt kaputt ging. Ja, aber ja. Ist nicht. Das weiß ich, das sehe ich, dann ist da vorne. Ja, lass erstmal einfach weiterfahren. Auf jeden Fall habe ich jetzt hier, weiß ich nicht, der verhält sich wie ein behinderter Panzer. Scheiße. Fahr voll schräg. Alter, der Flieger, der willst du aber wissen, ne? Ja, ist das überhaupt? Jack? Keine Ahnung, auf jeden Fall denkt der, hier sind keine anderen Panzer. Nur wir. Ja. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Links daneben, links neben dem Wrack. Hatten, danke. Oder sorry, dass ich so spät da war, aber ich, nee, wie gesagt, ich fahr ganz komisch hier gerade. Das reicht ja, um zu töten. Ja. Oh Mann, ey, Gaijin. Gaijin, wie wird das Leben oder Hassen? Alter. Der von sich aus Slalom fahren wollte. Alter, stark. Wieder. Ah, Wahnsinn. Ah, ich mag diese, also die F4 Top ist. Daniel, kann ich dir helfen? Ach, du hast. Ich finde, das ist der beste Flieger, also wenn man hier BR nimmt. Mit der komme ich am besten klar. Pass auf, kleine japanische Flagge ist irgendwo.
Daniel, guck mal, wie ich hier jetzt angefahren komme. Irgendwas ist mit deiner Kette nicht richtig. Ja, die ist aber... Ich kann nichts reparieren. Sie ist gelb, laut Schema. Ich kann ganz normal fahren. Nein, nicht ganz normal, aber... Another zone captured, we have the advantage. Ich kann nichts reparieren. Dann mal Flieger in der Luft. Nee. Nur Prinak und ich. Na komm, dann steige ich jetzt so aus dem Panzer aus. Hast du genug Punkte? Hier oben! Was heißt denn hier oben? In A ist was. Da war er. Und so. Oh, ist gut. Ich hab ihn. Da ist aber noch mehr drin. Punkte. Sollte mal ausreichen. Eine Isu war drin. Ja, schön. Nee, ist immer noch. Ist sie noch drin? Ja, ja. Ich bin drin. Hallo. Da sind zwei Hallo. Panzer Hallo. Sind da. 1000 Kilo Bombe im Anflug. Oh, das trifft sich gut. Ich habe keine Munition mehr für die 20 mm. Ich habe dich einfach mal hochgezogen. A oder C? Jawoll! Sehr schön. Hab ihn. Hey Jungs, ich verstehe das Crafting-Event irgendwie nicht. Weil jetzt habe ich nicht mal in Folge irgendwie zwei Composite-Platten bekommen. Du hörst gar nichts und jetzt alles. Okay. Siehst du was? Fabi? Also 57 habe ich gesehen. Okay. Bei A? Nein, bei C. Oh, was, ja. Ist jetzt bei A noch was, oder wisst ihr das? Ja, PVK V2. Ein leichter Overkill mit einer 1000 Kilo Bombe. Hau rein. Im B. Im B ist ein M6 drin. Ja, das lohnt sich mehr. 10. Volltreffer. Flieger ist drin. Roger. Kein Sichtkontakt. Wo denn? Der fliegt auf mich. Wo bist du? Aha. Hab ihn. Gut. Ich flieg zurück, reparieren. Ist wieder was in B drin? Ja, was leicht das? Nur kritisch? Ist dieser PKV, glaube ich. Das ist einmal ein ACL, ein französischer, und der PKVK, oder der dieser Schwede. Schmeiß mal die 1000 da. Ja. Naja, schmeiß erst die kleinen. PKV. Flak, Vorsicht aus deren Base. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh, das war knapp. Kleinen PKV, kleinen Schweden-Down, müssen mehr Top-Down-Angriffe machen. Woody, hast du die Flak ange... Ah, nee. Ich greif die Flak erst an. Ist sie auf mich gerade, die Flak? Nein, auf Daniel. Er schießt auf mich.
Das ist eine, die ist nicht open top, die kriege ich nicht so leicht kaputt. Jawohl. Endlich ist PVKV down. Der Fabian hat aber auch Spaß in dem Gefecht. Ja, bringt noch nichts, weil wir zu wenig Panzer auf dem Feld haben. Okay. Oder unsere Leute halt einfach nicht einnehmen. Wir brauchen eine rote Flagge. Nichts dran gehen. B. Wenn ich mich jetzt in C stürze, kann ich kippen? Flieger? Ja. Ich befürchte nicht. Knapp. Okay, haben wir doch. What nee. The fuck, Wadi? Schade, oder? Nee. 64. Aber wir verlieren keine Tickets mehr. Ja. Ah, wobei, wir brauchen jetzt nur noch einen zu verlieren. Zwei, glaube ich. Ja. Habt zwei verliert. Gibt's Bodenziele? Ah. Lachs. Ja. Ich bin noch mal ein Flieger gekommen. Was ist das, Predrag? Wenn die Runde rum ist, kümmere ich mich gleich drum. Ah, hier in der NATO. Okay. Siebter Kill, jawoll. Ich will den Namen auch ändern, den nahe Tod. Ja. Badum. Tsch. Da. So. Wir dürfen auf keinen Fall A einnehmen jetzt. Also in C ist nichts. Ich sehe nichts, das auf A fährt. Auch nicht. Liegt nicht zu nah über deren Base, bitte. Ja. Oh. Udi? Scheiße. Okay, jetzt dürfen wir nur noch einen verlieren. Was ist das? Prima, unter Druck kann ich am besten arbeiten. Nein, da ist doch was. Nicht unter unserer Aufsicht hier. Okay. Jawoll. Ja, aber trotzdem. Das war's dann jetzt. Ach, schade. Burdi ist schuld. Na klar. Aber hat trotzdem Spaß gemacht. Ja, das war trotzdem eine schöne Runde. Ja, ist ja gut hier mit den Auszeichnungen. Alle vier ganz oben. Gefällt mir das. So Jungs, dann euch noch einen schönen Nachmittag und wahrscheinlich.